Gott, ich verstehe dich nicht. Meine Lieben, manchmal ist mir dieser Gott so nahe, hier in unseren Kirchen oder auch mitten im Leben, in schönen Augenblicken, in Momenten voller Freude oder voller Trost. Und manchmal scheint er ganz weit weg, scheint er nicht da zu sein, scheint er mich nicht zu hören, scheint vom guten Gott nichts übrig zu sein. Gott, manchmal verstehe ich dich nicht. Der kommende Sonntag, das Dreifaltigkeitsfest, zeigt mir dieses Dilemma. Gott, der da ist, der menschenfreundlich ist, der sich immer wieder geoffenbart hat, aber auch Gott, den ich niemals verstehen werde. Und trotzdem liegt zwischen beidem die Hoffnung. Die Hoffnung und ein unglaubliches Trostpotenzial in vielen Bereichen des Lebens. Ich lade euch ein, diese Gottesdienste des Dreifaltigkeitsfestes mit uns zu feiern, um dem Geheimnis Gottes im eigenen Leben vielleicht ein wenig besser auf die Spur zu kommen, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Ich werde die Gottesdienste zum Dreifaltigkeitssonntag feiern, bereits am Samstag um 18 Uhr in der Harter Pfarrkirche. Am Sonntag dann um 8.30 Uhr in der Früh in Heiligkreuz, um 10 Uhr in der Walder Schlosskirche und um 11.30 Uhr hier in der Feichtner Pfarr- und Wallfahrtskirche. Der Gottesdienst um 11.30 Uhr wird auch wieder live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. Ich lade euch alle herzlich ein, real oder über die Medien mit uns zu feiern. Gemeinsam dem Geheimnis Gottes auf die Spur kommen, auch wenn wir ihn nie verstehen, können wir ihn doch entdecken für unser Leben. Macht mit!